Das war eine lange Nacht heute. Sack, Wahnsinn. Ah. Boah, heute um 3 Uhr die Nacht bin ich hochgekommen. Fast nüchtern. Wir haben schließlich einen Bock geschossen. Ich habe einen Bock geschossen, weil ich eine Gemse verfehlt habe. Ja. Nein, dann kommen wir um 3 Uhr heim, fast nüchtern, gell, auf Zock meine Frau, hochgeschreckt aus dem Schlaf. Gell. Du hast einen schönen Rausch. Und ich sage, freut mich, wenn der dir auch gefällt. Oft haben wir noch ein bisschen diskutiert. Gell. Und dann ziehe ich mich aus, gell, will mich ins Bett einlegen, auf fängt sie um mit mir schimpfen. Na, du Gauner, du Kapitaler, du Psuf! Oft habe ich mit meinem Umlegen angefangen. Da hat sie angefangen zu singen. Wie der Gottfried. Du ziehst dich an und gehst. Ja, sicher nichts okay, wenn sie mir ein Gasthaus lieber mögen wie daheim, bleibe im Gasthaus. Ja. Und oft haben wir noch ein bisschen diskutiert, aber es ist nicht so viel rausgekommen. Servus, Franzias! Hey, der Eli! Hi, Lili! Hallo, da! Das fuckst du denn? Freut mich, dass ich dich wieder sehe. Aber sag mal, was hast denn du da für einen blauen Sack? Die Frau ist auf den Rechen gestiegen. Und da hast du einen blauen Sack? Ja, ich hab gelacht. Das ist doch ein Blödsinn. Jetzt im Winter, wie kann man jetzt im Winter von den Rechen steigen? Aber dem Winter ging es leichter. Na, aber wenn ihr dir die Wahrheit sagt, glaubst du ja nicht. Schau, ich sitze in der Kirche wie jeden Sonntag. Vor mir die Rosel, gell, die Nachbarin. Beim Vater Unser stehen wir alle auf. Und ihr habt vom Hocken in Kittel eingeklempert, Ausfalte. Und ich klang vor und ziehe ihn raus. Eine blöde Situation, gell? Also, gell? Aber wieso hast du dann das zweite blaue angesagt? Das glaubst du mir jetzt nicht mehr. Ich sitze in der Kirche wie jeden Sonntag. Gell? Vor mir die Rosel, die Nachbarin. Gell? Mein Vater Unser stellt mich alle auf. Ihr habt so einen Hocken in Kietlein geklemmt. Mein Sitznachbar sieht es, klang vor, zieht den raus. Ich weiß genau, dass sie das nicht mag, tu ihn wieder rein. Aber sag mal, wie geht's denn meinem Bierschführer, denn was ich immer hab, über die da beim Sepp? Was? Der hat auch Applaus auch. Ja. Wieso das? Ja, der war auf der Hochzeit. Und dann hat er zum Bräutigam gesagt, hey Bräutigam, du bist eine fesche Frau. Du bist echt eine fesche Frau. Hast du für ihr eigentlich Nacktfoto? Und der sagt, schwindst du? Und der sagt, meck schon nicht. Ganz was anderes. Ich habe letztes Jahr ein 40-jähriges Hochzeitsjubiläum gehabt. Da bin ich zum Weinhändler und ich sage, was kannst du mir für einen Wein für die Feier empfehlen? Auf der hat er gesagt, kommt drauf an, willst du feiern oder willst du vergessen? Aber wir haben auch trotzdem gefeiert. Und bei der Feier, nein, das war schon, das war's nett. Und auf der habe ich sie so angeschaut und auf der hat sie mich so angeschaut. Auf der habe ich gesagt, Schatzi, und ich gesagt, wahnsinnig. Die ersten 6 Monate waren schon super, aber jetzt zieht sich's. Ich hab vorige Woche, gleich nach dem Feiertag, hab ich 100% Glück gehabt. Hab einen Jokos gehabt von Vorarlberg, haben einen Riegler gemacht, verstehst? Und hab ich mir gedacht, jetzt musst du mit dem auf die Nacht essen gehen. Und man denkt, mit wo kannst du mit dem essen gehen, von Vorarlberg? Und man denkt, fährst du mit dem nach Werne rein? Am Donauturm war der ganz bestimmt noch nicht. Nicht? Kannst essen, der Draht ist schön, kann sich dabei immer Wien anschauen. Nicht? Bin reingefahren, dann haben wir mitten unter dem Essen, sagt er zu mir, hörst, ich müsste aufs Häusl gehen, wo geht man denn da hin?
Dann sag ich, ja, so oft war ich da auch noch nicht. Gell? Ich kenne mich da auch nicht aus. Fragen wir halt einmal in Ober. Nicht? Sag ich, Herr Kölner, kommen Sie einmal her, wo geht man denn da auf Zeiten? Hat er gesagt, da gehen Sie da vier. Die zweite Tür rechts. Aber aufpassen, sind zwei Stufen. Na, wir gingen da vier. In der Aufregung haben wir aber die Seiten verwechselt, haben wir die zweite Tür links genommen. Es war ein Eisentier. Wusch, 156 Meter sind wir runtergeflogen, alle zwei. Erst der Vorarlberger steht auf, putzt den Dreck von Gewand aber sagt er zu mir, weißt du was, ich geh gleich da, weil die zweite Stufe der Backe nicht mehr hat. Ich habe derzeit ganz andere Sorgen. Gell? Ich war mit meinem Auto beim Service, wie ich es anhole, sage ich zum Mechanikermeister, sage ich, und Herr Chef, wie schaut es aus, alles in Ordnung? Sagt er, alles in Ordnung. Sagt er, wenn in einem Auto ein Pferd war, hätten wir es schon notschlachten müssen, hat er gesagt. Jetzt brauche ich ein neues Auto. Von woher? Was jetzt? Eine schlechte Zeit mit dem Geld alles, nicht? Das weiß ich nicht, jetzt muss ich mir ein neues Auto kaufen, von wo würde ich das Problem lösen, nicht? Mir geht's gleich. Ich wollte mir einen Alterswohnsitz zulegen und jetzt war das Häusl nehmen. Nehmen hinter sich, Hansi, in Kitzbichl, das Häusl war frei. Ja, das war jetzt zu oben. Und auf bin ich zur Bank und ich gesagt, du, brauche da Geld. Und da hat er gesagt, was brauchst du denn? Ja, sag ich, denke einmal 2,5 Millionen brauche ich schon. Ja, da hat er so ein bisschen geschluckt, hat er gesagt, ja. Und wie viel möchtest du zurückzahlen? Nein, ich sag schon, also 200, 250 Euro im Monat. Wow, der sagt, das dauert ja ewig. Ja, und ich gesagt, das ist mir wert. Ich gehe ja auf keine Bank mehr. Ja, ich löse meine Probleme auf die griechische Art. Ah, du lässt das gut gehen und ich darf zahlen, oder wie? Nein, das, durch das EU-Rettungspaket. Hast du das noch nicht gehört, wie das funktioniert? Pass auf, ich werde ein Beispiel erzählen. Ja? Also pass auf. Zum Beispiel kommt ein deutscher Urlauber zu uns nach Österreich in ein Hotel und will sich dort einquartieren. Will sich aber vorerst anschauen, ob ihm die Zimmer passen. Der Wirt sagt aber, na ja, so viele Zimmer habe ich auch nicht mehr frei. Anschauen kannst du schon, musst eine Kaution hinterlegen. Der greift ihn so, legt 100 Euro auf den Tresen hin. Gell? Der gibt ihm ein Packel Schlüssel und sagt, da kannst du alle Zimmer dabei anschauen. Nicht? Der geht auf in die Zimmer der Deutsche, Zimmer anschauen. Der Hotelwirt nimmt geschwind den 100er, rennt um zum Fleischhocker. Legt ihm den 100er hin und sagt, das ist für meine Schulden, was du mir die Wurst fürs Frühstücksbuffet geliefert hast. Gell? Geht wieder. Der nimmt den 100er Fleischhocker, rennt zum Bauern und sagt, das ist für die Viecher, was du mir geliefert hast, dass ich Wurst noch keiner. Ja, der geht auch wieder. Der Bauer rennt geschwind ins Wirtshaus, weil er dort schon 4 Wochen anschreien muss lassen. Gell? Sagt, du hast 100 Euro, meine Schulden sind erledigt. Gell? Der Wirt geht her, nimmt den 100er, sitzt ein leichtes Mädchen dort. Die hat ihm schon zweimal ein bisschen was zukommen lassen. Gell? Der hat auch nichts gegeben können. Hat er gesagt, du hast einen 100er, sind wir auch wieder quitt. Ist das leichte Mädchen mit den 100er ins Hotel gerannt zu dem, wo der Deutsche sich die Zimmer anschaut. Die hat dort auch Schulden gehabt, weil sie zweimal dort war und nicht die Zimmer zahlen können, hat den 100er wieder am Tresen hingelegt. In dem Moment kommt der Deutsche runter, sagt er, mir gefällt eigentlich gar kein Zimmer. Haben sie die Schlüssel zurück, nimmt den 100er und geht wieder. Jetzt musst du dir vorstellen, niemand hat was produziert. Keiner hat Schulden und alles ist in Ordnung. So funktioniert das EU-Rettungspaket.